Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einem Mann, der, wenn der sich nicht beim Fußball auskennt, dann weiß ich es nicht. Er war Weltmeister 1974, er war Europameister, glaube ich, Europapokalsieger, der Landesmeister, der Pokalsieger, der Sieger, Landesmeister, Meister, alles. Ja? Meine Damen und Herren, hier ist Fußballlegende Paul Breitner. Ja, Paul Breitner. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Mal. Ich bin sehr stolz. Danke ja, sehr. Ich bin ja immer noch, ich habe ja extra mir heute jetzt dieses Bild hier besorgt. Ja? Dieses Weltmeisterfoto von 74. Das ist für mich das ist für mich das Bild. Ja? Also nicht die Bilder, die vorher gemacht wurden, zwischendurch. Das ist für mich das offizielle Weltmeisterbild. Ja? Wo haben Sie da alle hingeguckt? Wissen Sie das noch? Zu den Holländern. Die haben mit ihren Fans geweint da drüben. Ja, ich kann sogar noch alle auswendig jetzt hier. Pass auf. Ich war da 8. Also, das müssen Sie bedenken. Auch die Ersatzspieler? Ja, ich war da auswendig. Ja, das war ja keiner. Wer war das hier? Den weiß ich nicht hier. Das war einer vom DFB. Das war irgendeiner vom DFB. Die habe ich alle vergessen. Das wissen Sie selber nicht mehr. Ja. Also hier natürlich Norbert Nikbor, Ersatztorwart. Ja. Ja. Dann hier Uli Hoeneß, Jupp Heynckes, Rainer Bonhoff, Helmut Schön, natürlich Franz Beckenbauer. Das ist der, den Elfmeter geschunden, der gefoult worden ist. Hölzenbein, ja. Berti Vogts natürlich, Wolfgang Overath, Bernd Kullmann. Carsten Kullmann ist der Sohn. Richtig? Ja. Genau. Katsche, ja. Paul Breitner natürlich mit dem Afro hier. Und, 4 Kilo Haar mehr. Ja, dann hier hinter kann man nicht so richtig sehen, das ist Schwarzenbeck. Nein. Moment, Entschuldigung, Schwarzenbeck. Das ist von Frankfurt. Jürgen Grabowski, natürlich. Gerd Müller, Jupp Heynckes. Nein. Den haben wir doch schon. Jupp Heynckes ist hier, natürlich. Neumann. Zwilling. Nein, wer war der? Flohe, natürlich. Ja. Flohe. Wo komme ich hin? Flohe, Heinz Flohe. Entschuldigung, Herr Flohe. Ja? Ich war früher ganz großer Heinz Flohe-Fan. Sepp Maier und Horst-Dieter Höttges. Richtig. Gut, oder? Perfekt. Kleiner Applaus für mich. Dankeschön. Horst-Dieter Höttges. Die sehen sich aber sehr ähnlich, die beiden, oder? Das muss man sagen. Wie genetische Zwillinge, oder? Ja, ja. Und deswegen hat es bei mir keine Verwechslung mit irgendeinem anderen. Ja. Sehen Sie die noch hin und wieder? Nein. Wie? Nein, wir sehen uns ab und zu bei irgendwelchen Länderspielen, aber nicht mehr. Ich wollte nämlich hier, wenn Sie das mal kurz unterschreiben könnten, über Ihnen natürlich. Über Ihnen? Ja, über Ihnen, Herr Breitner. Über Ihnen. Ja, weil ich würde Ihnen das gerne mitgeben, weil Sie sehen, Sie sind doch alle im gleichen Swingerclub, oder? Dann kann ich Ihnen das einfach mitgeben. Wenn Sie den Beckenbauer sehen, Sie doch hin und wieder bei FC Bayern, oder? Ja. Wenn ich Ihnen das mitgebe, wie lange dauert das, bis ich das komplett habe? Achso, sind ja nicht mehr, doch. Nee, der Helmut Schön ist ja verstorben. Helmut Schön ist verstorben, ne? Vor ein paar Jahren. Aber ansonsten können wir doch von allen noch ein Autogramm bekommen. Kommt darauf an, wie sparsam die Post in Schottland arbeitet. Mit Berti da jetzt vielleicht ein bisschen länger. Achso, ja, der Vogts, der, das weiß ich nicht. Aber von dem habe ich schon ein Autogramm. Das schneide ich einfach aus. Das habe ich auf dem Hemd drauf. Ah. Naja, wie sieht es denn aus bei der WM jetzt? Ich habe ja eine Theorie. Ich glaube ja, die deutsche Nationalmannschaft ist so unterschätzt im Moment, dass sie ganz frei aufspielen können. Norden ist unterschätzt, bis ins Halbfinale spätestens, dann da werden sie aufspielen. Also, da habe ich einen Kollegen, der würde in der Situation sagen, welchen Therapeuten haben Sie? Ach, tatsächlich? Ja. Wieso? Was glauben Sie denn? Realistisch, wir haben gerade draußen wieder diskutiert, ist doch, dass die deutsche Mannschaft so unter die letzten 8 kommt. Das wäre doch schon was. Unter die letzten 8, das wäre so Viertelfinale. Ne? Wie viele sind denn insgesamt dabei? 9? Nein, es sind ein paar mehr, oder? Nein, wir kommen schon in die zweite Runde und dann ein, zwei Spiele noch und dann ist das sicherlich mit dieser Mannschaft der Erfolg. Ihr Tipp für das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien? 4-0. 4-0? Mindestens. Mindestens. Ja, das ist doch ein guter Start. Damit ist ja das eigentlich schon die zweite Runde erreicht. Eigentlich schon die zweite Runde erreicht. Ja, genau, so muss man das sehen. Ja, so muss man es sehen. Ja, und Sie machen ja die große WM-Fiebersendung bei Sat.1 zusammen mit Oliver Welke. Richtig. Da werden Sie jeden Abend um 8:15 dann von der Fußball-Weltmeisterschaft berichten. Wie ist das? Beobachten Sie die Kollegen auch, was der Netzer so verzapft mit dem Delling und so? Und wie finden Sie das vor allen Dingen, was der Netzer verzapft? Sagen Sie, der hat gar keine Ahnung? Oder sagen Sie, okay, der hat... Nein, Günther macht es gut und Günther
ist erstaunlich offen geworden und erstaunlich direkt. Denn es ist für ihn schwieriger als für mich. Ich habe mit dem DFB nichts am Hut. Er ist ja unter anderem auch im Organisationskomitee für die WM 2006 mit dabei. Und für ihn kommt es schon ab und zu darauf an, dass er sich ein bisschen zurücknimmt. Denn wie man jetzt gesehen hat, nach dem Spiel in Wales, haben sich alle beim DFB, inklusive Rudi Völler, darüber aufgeregt, dass Günther gesagt hat, es war ein Katastrophenkick. Es war entsetzlich. Dann haben die gesagt, ja, der Netz muss noch viel lernen und so schlimm war doch das. Es war noch schlimmer als entsetzlich. Also er hat eh noch, in seiner Wortwahl ist er eh noch gut mit der Mannschaft umgegangen. Das brauche ich nicht. Ich brauche da keine Rücksicht nehmen. Also brauche da keine Rücksicht auf den DFB zu nicht unbedingt, nicht mal kurz im Gespräch, auch als Bundestrainer, damals in der Zeit, als Ribbeck ging? Nicht im Gespräch, ich war 17 Stunden im Amt. 17 Stunden im Amt. Aber insofern haben Sie doch auch eine Beziehung zum DFB, oder? Nein, nachdem mir der Rentenbezug entzogen worden ist, nachdem ich keine DFB-Rente bekomme, habe ich gesagt, okay, vergesse ich die 17 Stunden. Ja, okay. Also, am 7:45 bei Sat.1 WM-Fieber. Und jetzt interessiert mich, was hat das heute in der Zeitung gelesen? Sie sind natürlich Experte. Die beklagen sich alle über diesen neuen WM-Ball. Warum? Ja, habe ich gelesen. Der soll angeblich flattern. Ich sehe nichts. Ja. Mit welchen Bällen hat man 74 hat man schon mit diesen sechseckigen Teilen gespielt, ja, oder? Ja, klar. Und das war im Grunde nicht viel anders. Also das Design wird sich verändert haben, natürlich. Ist in es gab doch mal diesen Ball mit diesen Längslederstreifen. War das in England bei der Fußball-WM? Das haben die noch in England, ja. Jetzt auch zum Teil. Ja. Aber diese Art, die haben wir seit mindestens 1974, von der Größe her, vom Gewicht her, auch vom Druck her innen drin, ist ja alles vorgeschrieben. Das heißt, da hat sich überhaupt nichts verändert. Das Design hat sich verändert. Ich habe heute gelesen, die meckern alle. Die Spieler sagen, der Ball flattert, der liegt nicht gut am Fuß. Die meckern vor jeder WM. Ja, und deswegen wollen wir das mal ein bisschen sezieren. Könnte sein, dass ich auch irgendwann mal vor einer WM gemeckert habe über den Ball. So, wir wollen mal gerade gucken, wie sieht so ein Ball eigentlich von innen aus? Was da drin ist? Ja. Also früher war mal so ein Saublasen drin. Ja. So eine Schweineblase, würden Sie als Metzger sagen. Ja, ist keine Schweineblase mehr drin? Nimm. Ich mach mal gerade auf. Ich habe schon lange keine mehr zerschnitten. Ja, die machen keine Schweineblase mehr rein, seitdem Kalmund am Spielfeldrand steht. Weil die Angst haben, dass der... Vorsicht, nicht, dass wir uns... Oh! Nicht, dass wir uns schneiden, Herr Breitner. Ich wollte schon gerne sehen, was da mal drin ist. Jetzt einfach nur... Oh! Da kommt... Ja, der flattert. Jetzt merke ich jetzt auch, dass er flattert. Ja. Ja. Pass auf, jetzt nehmen wir einfach mal hier, schneiden wir mal die Nähte auf. Ja? Das wird... warte mal. So. Aber das ist schon Leder, oder? Das ist Leder, aus Pakistan oder Indien normalerweise. Ja, und das nähen Kinder zusammen? Ich habe noch keine gesehen, aber wahrscheinlich ist es so. Ach, guck mal, hier ist eine ganz, ganz normale Blase drin. Weiß ich doch. Moment, nicht, dass ich Ihnen in die Finger schneide, Herr Breitner, dann heißt es hier... So, Vorsicht! Ah ja, geht schon. Ich habe das nicht gelernt. So, ach, guck mal hier. Ja, das ist ja mal ein Synthetikball. Das ist kein Lederball mehr. Ich werde bekloppt. Ach doch, das ist Oberleder. Nur das Oberleder ist Leder. Ja, und da kommt diese Blase jetzt raus. Sehr gut. Da muss er raus. Oh, jetzt hätte ich sie beinahe geschnitten. Um Himmels Willen. Ja, das ist es. Und das soll flattern? Moment mal. Ich kann das gar nicht glauben. Welche Favoriten haben Sie denn für die Fußball-Weltmeisterschaft? Wer ist denn, ich habe jetzt international noch nicht so viel gesehen, wer ist denn international, wer ist so richtig weit vorne? Sind die Franzosen noch so stark, wie sie vor zwei, drei Jahren waren? 80% auf der ganzen Welt sagen, dass entweder Frankreich oder Argentinien Weltmeister wird. Die Argentinier? Schon deswegen sage ich, dass Brasilien Weltmeister wird. Nicht schon wieder die Brasilianer. Warum nicht? Na, ich hätte mal gerne so Senegal. Senegal oder Kamerun. Oder Kamerun, sowas fände ich super. Costa Rica wäre auch nicht schlecht. Ja. Winnie Schäfer ist ja Trainer bei Kamerun. Haben Sie mit dem gesprochen mal in letzter Zeit? Nein, aber ich habe einige Spiele von dieser Kameruner Mannschaft gesehen. Und? Was für einen Eindruck haben Sie? Dass wir demnächst, vielleicht noch nicht bei dieser WM, aber dann bei der nächsten, eine schwarzafrikanische Mannschaft auch mal in einem Halbfinale oder im Finale haben werden. Ja. Denn das will ich mal hoffen. Die spielen sehr lustigen Fußball und die tanzen immer so schön. Das ist für mich, kopfschmuckmäßig ist das für mich, die Krone, ja, passt nicht ganz. Ja, ja wie ist das eigentlich mit das Verhältnis zu Herrn Völler? Ist das gut? Schimpft er mit Ihnen hin und wieder? Nein, er hat bis jetzt keinen Grund. Ja, das will ich hoffen, dass das so bleibt. Bis jetzt konnte Rudi Völler ja in aller Ruhe aufbauen. Ja. Es hat bis jetzt kaum einer gemosert, kaum einer kritisiert, denn Rudi Völler braucht einfach nach den schlimmen letzten Jahren eine gewisse Zeit, um was Neues aufzubauen, um ein bisschen
die Mannschaft umzubauen, um sie zu verjüngen, zu erneuern. Ja. Und deswegen ist auch gar nicht tragisch, wenn man mal bei einem Spiel, das nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, in Wales mal verliert. Das war gar nicht wichtig. Jetzt geht es richtig los und ich denke, dass der Rüde dann auch richtige Entscheidungen fällt. Jetzt, was mich ein bisschen stört, ja, vom Entertainment-Aspekt her, dass es dieses Jahr keinen Song mit der deutschen Nationalmannschaft gibt. Das war doch immer Tradition. Ja, ja, das ist ganz einfach. Ich meine, die haben sich irgendwann einmal unsere goldenen Erfolge von 74, 78 und 82 angehört. Nein, und dann haben wir gesagt, das kann man nicht mehr toppen. Logisch. Da haben Sie auch mitgesungen? Ich habe zwei goldene Landspielplatten zu Hause. Nein. Ja. Für was? Für Fußball ist unser Leben und für Buenos Dias Argentina? Nein, nein, das war Ole España. Ole España? Ja. 82. 82. 78 war ich nicht dabei. Ole, ole, ole und jetzt Ole, ola. Ja. Fußball ist unser Leben, können Sie auch noch? Oh. Natürlich können wir das alle, oder? Bitte? Wir singen nach der Werbung, singt Paul Breitner für Sie, meine Damen und Herren. Fußball ist unser Leben in der Originalversion von 1974. Ich finde den neuen Ball gut. Ja. Aus der Blase kann man noch lustige Glatzen machen hier. So eine Kalm- und Mittelglatze hier. Naja, geht. So, kennen Sie den Text noch von Fußball ist unser Leben? Ein bisschen schon noch, aber ich war ja eigentlich für den Chor zuständig. Ja, das war das ganze Lied bestand nur aus Chor. Nicht nur das La 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 La. Hier. Ja. Ha, ho, hea, hea, he. Erinnern Sie sich noch? Ja, klar. Ha, ho, hea, hea, he. Ha, ho, hea, hea, he. Und jetzt. Fußball ist unser lebender König. Fußball regiert die Welt. Wir kämpfen und geben alles, bis dann ein Tor nach dem anderen fällt. Und jetzt? Ja, einer für alle, alle für einen. Wir halten fest zusammen. Und ist der Sieg dann unser, sind Freud und er für uns alle bestellt. Das sind Texte, ha? Und jetzt? Ein jeder Gegner will uns natürlich schlagen. Er kann es versuchen, er darf es ruhig wagen. Doch sieht er denn nicht, dass 100.000 Freunde zusammenstehen? Ja, Fußball ist unser lebender König. Fußball regiert die Welt. Ja, drei, vier. Paul Breitner, meine Damen und Herren. Sensationell. Aber noch nicht schlecht, oder? Und nächste Woche. Und dabei haben die mich im Chor versteckt. Ja. Ja. Ja, nächste Woche singen wir dann Buenos Dias Argentina. Ja? Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit der Sendung WM-Fieber zusammen mit Oliver Welke. Ein sehr, sehr guter, sehr qualifizierter Kollege, oder? Guter Typ, ja. Ja. Also viel Spaß haben. WM-Fieber bei Sat.1, ja. 8:45 ab Freitag mit Paul Breitner und Oliver Welke. Vielen Dank. Paul Breitner, meine Damen und Herren. Servus. Paul Breitner. Tschüss.